wird bald wieder hell, leg dich schlafen, verdammt! Gehört, Jungs. Schlaf weiter. Gott, ich hoffe, die wachen jetzt nicht auf, wenn ich mich dahin stealthe. So, Meuchelmörder Link hat wieder zugeschlagen. Das hat uns zwar fast unsere ganzen Pfeile gekostet, aber hey. Dafür haben wir ein neues Ritterschwert. Zwei neue Ritterschwerter. Von dem Stuff, der draußen rumfliegt, mal ganz zu schweigen. So. Eine Soldatenlanze. Wir haben keinen Platz mehr dafür. Hier, wir brauchen nicht so viele Fackeln. So, geht doch. So, was liegt hier draußen noch rum? Ein Ritterschwert. So. Das ist jetzt zwar nicht so der Idealweg, um die fertig zu machen, aber hat doch ganz gut geklappt. So, jetzt hält uns nichts mehr auf. Ja, ich weiß, der Schrein ist da vorne, Schreinomat. Das musst du mir nicht sagen. Oder Schreinometer vielmehr. Was ist hier eigentlich? Wow, geht's da tief runter. Dass wir von der anderen Seite dann geklettert sind. Palmstrand. Ach, da ist der, ist da, wieso haben wir hier eine Markierung? Ich dachte, hier wäre, das, also, wir machen jetzt erstmal den Schrein da oben und gucken uns die Gegend da unten mal an, weil die Markierung da kommt ja nicht von ungefähr. Ich glaube, da unten war ein Schrein oder so, die wir uns mal markiert haben. Aber ich weiß nicht, von wo wir ihn gesehen haben. Könnten. Oder ich wollte mir den Schrein hier markieren und hab den Stempel falsch gesetzt. Das kann natürlich auch sein. Was ist das? Ist das ein Baum? Ist das ein Wächter? Es ist ein Busch. Ich bin so paranoid, das gibt's ja kaum. Wunderschön, ein Schrein. Der Mujimu-Schrein. Dann stellen wir uns mal der Herausforderung. Ah, interessant. Kraftprobe Mittel. Achso. So geht's natürlich auch. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich. Link. Achso, du kannst kein Schild führen, ne? Das macht relativ viel Sinn. Oh Gott, ich muss mich echt wieder einfuchsen. Hier, wir haben so viele Ritterschwert. Selbst gelassen. Aua. Wow. Der haut echt rein. Ihr sagt, okay, wir hatten noch die Stealth-Rüstung drauf. Ich mache das mit Absicht, weil ich diesen, das Blocken langsam lernen will. Da habe ich ja noch so meine Problemchen mit, vor allen Dingen mit diesen perfekten Blocken. Aber erstmal andere Ausrüstung drauf. Braucht man eine bessere Ausrüstung.
So, ich will ihn damit gleich mal schnell sein Schild kaputt schlagen. Das klappt ja gut. Dann nehme ich lieber wieder Schild. Ja. Ja, es kann sein, dass wir jetzt ein paar Mal kaputt gehen, weil ich will mal langsam das Timing von vom Blocken lernen. Das fehlt mir nämlich komplett. Das merke ich auch beim Kämpfen. Ich verteidige viel zu wenig. Und deshalb werden wir das jetzt üben. Mit Gewalt. Ob ihr es wollt oder nicht. Stören tut mich nur, dass ich mich an und umziehen muss. Was bringen wir dem aus? Komm. Na, drehst du wieder durch? Das war keine gute Idee. Ich habe mich da ein bisschen vom Momentum mitreißen lassen. Aber ja, ich glaube, gegen solche Gegner ist es halt essentiell, dass man die das Timing drauf hat, um richtig blocken oder anzugreifen. Ach, im Prinzip ist es eigentlich auch egal, ob wir uns umziehen oder nicht. Ne? Wir müssen gleich mal die Waffe wechseln. Im Prinzip sind wir eh nach einem Schlag tot, also von daher. Und ja, es gäbe sicherlich leichtere Methoden, das zu machen, aber verdammt nochmal, ich will das halt endlich lernen. Mal ganz im Ernst, wenn jetzt nicht, wann dann? Wann irgendwie, mir fehlt das Timing, wann genau man blocken muss. Das fehlt mir halt. Wow, das hat ja hat mir mehr weh getan als ihn. Das wollte ich so eigentlich gar nicht. Oh, dann du. Ja. Da stand er ein bisschen weit weg von uns. Ah, das starke Dings, das haben wir gar nicht mehr. Thank you.
Kurz was essen. Gut. Oh, das war doof. Das war sehr doof. Entschuldigt. Ich hapere echt so ein bisschen mit der Steuerung, merke ich gerade. Nein, ich wollte eigentlich verteidigen. Gott, ich vergesse, dass es die... Komm, schieß nochmal. Nein, nein. Also das Strahlenreflektieren klappt ja eigentlich schon ganz gut. Rück mir von der Pelle. Was macht er jetzt? Ich gehe mal auf Abstand, wenn er das macht, ne? Ich glaube, der hört nicht mehr auf, oder? Haben wir noch andere? Das will ich eigentlich gar nicht. Gott, ich verhaspel mich so oft mit der Steuerung. Das ist voll nervig. Schild wegstecken, Schild drauf. Schießt du nochmal? Oh, es wird zu früh. Jetzt macht er wieder das. Das kann sich noch ein Weilchen hinziehen, Leute. Was muss man da noch machen können? Das ist Aufwind, ne? Oh, das war der falsche Knopf, entschuldigt. Wie gesagt, ich bin echt schlecht, was das Kämpfen hier angeht. Gibt bestimmt 10.000 YouTuber, die das besser können als ich. Ich weiß auch... Okay. Junge, was machst du? Ja. Oh.
Okay, das Schießen geht mittlerweile einigermaßen, solange es halt nicht dieser Dreierschuss ist. Das kriege ich mittlerweile hin. Ja. Alter, krass. Da habe ich dachte, der schießt nur einmal, nicht mehrmals. Deswegen habe ich mich da hinter der Säule so sicher gefühlt. Gott, wie viele Säulen hier am Anfang noch stehen und wie viele zwischendurch da drin standen. Ich will eine kleinere Waffe, wenn irgendwie... Ich denke, die Lanze wird da vielleicht eine ganz gute... Wobei, nee, die Lanze ist ziemlich schwach im Vergleich zu den anderen Waffen. Ich bleib mal beim Schwert. Mit ein bisschen Leichtfüßigkeit geht's doch ganz gut. Oh, da wäre gerade echt Glück gehabt. Hier. Kurz heilen. Na, Auszeit. So, ich muss mal kurz ein neues Schwert ausrüsten. Hier haben wir nur drei Stück davon. Scheiße. Ich meine natürlich Mist. Aber gut, dass er uns nicht ganz getroffen hat. Link, steh auf. Wow, ich weiß gerade nicht, wo bei hinten und vorne ist. Na, schaffe ich nicht. Witzig, dass die Strahlen, diese Dreierstrahlen immer vor uns einschlagen.
allen Dingen, andererseits bin ich auch ganz froh drüber. Das war keine gute Idee. Ich wollte mal ein bisschen kreativ sein, aber das hat es voll nach hinten losgegangen. Ja, jetzt habe ich keinen Wind gekriegt. Sozusagen hat mir der Aufwind gefehlt. Na? Das war nicht gut. Das bringt nicht sehr viel. Ich will nicht aufs System zurückgreifen. Ich will was mampfen, bevor ich hier sterbe. Wir haben so viele Äpfel, sind zwar nicht Safis-Äpfel, aber wir waren es nicht. So, mit dem Feind klappt das eindeutig besser. Na, was machst du jetzt? Alter, hat mein Fuß ist eingeschlafen, so spannend ist der Kampf. Das war zu früh. Ich froh, dass wir vorhin noch sammeln waren, ein bisschen was zusammengesammelt haben hier. Ja, ich habe hier ein bisschen Kabel vertüllt, so. Ja. Man kann übrigens auch die Strahlen von dem von so einem Wächter reflektieren, um die zu killen. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Ach, ich glaube, die Zeit dafür kommt schneller als gedacht. Aha. Keine gute Idee. Und das Schild ist instant zerbrochen. Ich nehme noch den. Das klappt wirklich ausgezeichnet. Was ist das jetzt noch? Ich meine, das ist ziemlich großzügig von ihm. Wir haben nur leider kein Schild zum Reflektieren.